Wie sieht ein Leben in Regression aus? Wie sieht das Leben eines Menschen in Regression aus? Das heißt, wenn er oder sie regressiv ist. Da geht es zunächst mal darum, dass Bedürfnisse, und als Menschen sind wir starke Bedürfniswesen, schlecht aufgeschoben werden können. Und was wir lernen im Leben ist, dass wir Bedürfnisse nicht sofort befriedigen, dass wir sie natürlich befriedigen generell, aber dass wir sie aufschieben können, das heißt, dass wir sie kontrollieren können. Das ist eine Kunst im Leben und die muss man natürlich lernen. Und jemand, der in der Regression ist, der kann diese Bedürfnisse schlecht aufschieben, sei es Hunger, sei es Durst, sei es, ich muss mal was Gutes tun oder jemand muss mal was Gutes tun. Und dann verlangt man das sehr schnell und sofort und gerät dann auch ziemlich schnell in Affekte, wenn das nicht der Fall ist. Also stell dir jetzt ein kleines Kind vor, das das noch nicht kann. Es fängt sofort an zu weinen oder zu schreien oder eben zu fordern. Und die Bedürfnisse können bei einem solchen Menschen tatsächlich schlecht kontrolliert oder aufgeschoben werden. Das Essen, das fällt immer wieder auf, um jetzt konkrete Beispiele zu bringen, die regressiv sind. Das Essen wird diversifiziert. Also wir erleben eine ganze Menge an Menschen heutzutage, die tatsächlich am Essen alles Mögliche rummachen, in dem Sinne, dass sie sagen, das darf man nicht essen, das ist schlecht und das ist so ein Essen, wir haben einfach zu viel zu essen, sagen wir mal ganz ehrlich, in der Konsumgesellschaft, das wird ja überproduziert, was Nahrung anbelangt. Und dann ist das Essen einfach ein großes Thema. Und wenn das Essen ein großes Thema wird im Leben eines Menschen, dann ist es regressiv. Oder ein anderes Beispiel, Sexualität als Ausweg. Immer wieder Sexualität. Ich bin auf die Sexualität angewiesen. Ich muss sie so und so haben, auf eine bestimmte Art und Weise. Ich komme mit anderen Arten nicht aus. Oder ich kann nicht Sex mit mir selber haben. Und was auch immer. Und das ist ein sehr starkes Thema. Anstatt Sexualität als etwas Natürliches zu nehmen oder auch nicht zu nehmen, einfach es da sein zu lassen. Oder auf der anderen Seite, Sexualität verkümmert bei diesen Menschen, die regressiv sind. Das heißt, sie nehmen das Thema gar nicht mehr wahr, sie unterdrücken es. Dann natürlich so etwas wie sich selbst nicht wirklich verantworten können. Immer wieder anderes schuldig zu machen für das, was nicht funktioniert, was schwierig ist und was konflikthaft ist. Also nicht sich selbst verantworten können und sehen, dass man selber für sein Leben verantwortlich ist und für die Gestaltung. Das heißt also, auf die Außenwelt zu projizieren, alles Mögliche, was man selber hat und was selber problematisch ist, auf die Außenwelt zu projizieren und die dafür schuldig zu machen oder sich dann eben auch mit der zu identifizieren und diese Welt zu bekämpfen und zu sagen, das sind ja schlechte Menschen und die haben Probleme dort und da und man sieht gar nicht sich selbst. Das heißt, es entstehen dann Beschuldigungen oder, wie ich eben gerade sagte, übervolle Identifikation. Ich identifiziere mich immer wieder mit etwas in einer Einseitigkeit. Diese Menschen, die regressiv sind, sind wenig selbstständig. Im Sinne, dass sie eben zum Beispiel Verantwortung nicht übernehmen. Oder sie idealisieren alles Mögliche, andere Menschen, Dinge, Ideologien, Religionen, Spiritualitäten, Philosophien, Berufsbilder, Berufskarrieren idealisieren. Und auf der anderen Seite werten sie ab. Also eine ganz starke Divergenz zwischen Idealisierung und Abwertung. Diese Menschen sind, um mal einen ganz profanen und provokativen Ausdruck zu nehmen, Schlappschwänze. Sie haben wenig Mut, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Sie denken nicht selbst, sondern sie lassen sich gerne denken, vorgeben. Sie sind also fremdbestimmt. Oder sie sind natürlich im Verhalten immer wieder auffällig, indem sie kindlich sind und sich kindlich darstellen. Und bedürftig darstellen. Wenn man sich bedürftig darstellt, dann gibt es eine Menge Menschen, die sich einem dann zuwenden. Das ist die natürliche Reaktion. Dann gibt es natürlich so etwas wie Konsum auf allen Ebenen als Ersatzbedürfnisbefriedigung, der Konsum. Und wir leben in einer starken Konsumwelt, die stark konsumorientiert ist. Auch in mentaler Hinsicht, denn nicht nur was Warengruppen anbelangt, sondern generelle Diversität, die letztendlich nichts weiter als Konsumverhalten, als Ersatzbedürfnis in der Welt steht, das wir natürlich befriedigen können. Oder das eigene Gewissen,
wird anderen Menschen zugemutet. Nicht jemand denkt für mich, jemand handelt für mich, jemand entscheidet für mich. Schutzbedürftigkeit um jeden Preis. Das mögliche Potenzial eigener Entwicklung wird nicht ausgeschöpft. Und das ist etwas sehr Bedauerliches, weil natürlich jeder Mensch ein Potenzial, eine Entwicklung in sich trägt, das er ausschöpfen mag. Und das ist ja etwas Interessantes, an dem orientiert man sich natürlicherweise im eigenen Leben immer wieder. Da ist doch noch ein Potenzial, was auch immer das ist, das sich dann zeigt. Und das ist natürlich in der Regression sehr eingeschränkt. Das heißt, die Menschen lassen sich dann immer wieder gern bestimmen, haben aber eben auch gerade deswegen, weil sie von anderen und von anderem bestimmt werden, Probleme und Konflikthaftigkeiten und geraten dann vielleicht als Reaktion darauf noch mehr in die Regression.